Ja, hallo liebe 3D-Druckfreunde, herzlich willkommen wieder auf Willis 3D-Druck. Mein Name ist Willi und ja, heute kommt endlich das Video TBU-Druck und da bin ich auch nochmal meiner Community dankbar, die hier immer kräftig antworten bei Fragen über Fragen. Dort habe ich viele Tipps übernommen und mit was für einen Drucker ich hier gedruckt habe, TBU. Und ja, was dabei rauskam, könnt ihr nach dem Intro schauen. Vorweg will ich mal wegnehmen, dass, ja, wie ich hatte total Angst, also was heißt Angst, aber ja, TBU, mache ich mir die Nozzle kaputt oder Nozzle zu, man hört ja einiges, ja, man muss auf Temperatur achten, ist auch wahr und wichtig, aber das zeige ich euch mal bei mir, meinen Einstellungen und Profilen, was ich gemacht habe, ein bisschen später. Hab natürlich aber auch noch von einem YouTuber, den ich auch gerne anschaue, den Beitrag verlinke ich euch in der Beschreibung. Schaut es euch auch nochmal an, der erklärt das auch ganz gut. Also, und das ist ja immer meine Sache, wenn was wirklich gut ist, ja, muss man das gesehen haben. Und der hat mir noch so eine Anregung gegeben und dann habe ich aus allen YouTubern, die mir in den bei Fragen über Fragen geschrieben haben, einen Teil übernommen und praktisch von ihm ein paar Einstellungen und ich sag euch, super, meine Angst ist total weg, muss aber auch sagen, ich habe es mit dem Anycubic Mega Zero, den ich geschenkt bekommen habe, vielleicht habt ihr das Video schon gesehen, gedruckt und ich muss generell sagen, da kommt auch noch ein Review, dieser Drucker, der lohnt sich auf alle Fälle. Wenn ich den Preis sehe und ihr seht ja, ich habe einige Anycubics, den Mega S, den Predator, jetzt dann noch den Viper. Also muss ich wirklich sagen, der Drucker ist sein Geld wert und auch ideal für Anfänger. Ja? Also bis jetzt, ich druck sogar mechanische Teile nur mit dem, weil der so genau ist und so einen guten Ausdruck hat. Also, ich will hier auch gar nichts vornehmen. Also, wie gesagt, ein Review kommt über diesen Drucker, aber das TBU hat er super gemacht. Und später, wo ich dann wieder umgestiegen bin auf PLA, gab es keine Probleme. Die Nozzle war nicht zu. Ich zeige euch jetzt mal hier in diesem Beitrag ein paar Sachen, die ich gedruckt habe. Und zwar hier, ja, eigentlich ist das eine Vase. Habe ich auch im Vasenmodus gedruckt. Und ihr seht, das ist wunderbar. Ich halte es auch noch mal näher dran. Ihr seht es später vielleicht noch mal im Film. Ja, und hier seht ihr schon, es hat ein bisschen Stringing. Das habe ich euch extra drin gelassen. Das passiert, aber das ist so minimal. Also eine wirklich Bombenqualität. Ja, und für was man das braucht, da kann man Dosen reintun. Und wenn sie zu kalt sind, ich habe zwar noch nie gesehen, dass man da einen Schutz braucht, aber dafür ist das gedacht. Und was man natürlich noch mit TBU machen kann, sind halt solche schönen Bänder, die man dann hier praktisch auch drum macht und dann hier einrasten kann. Ja, alles total gut und ja, flexibel. Und jetzt muss ich mal ganz kurz an die Klingel gehen. Einen Augenblick. Ja, oder solche Sachen hier. Ja, ich mache mal keine Werbung. Ja, für die Bierflasche kann man hier so abstecken. Alle Sachen, wenn es euch interessiert, schreibt mir einen Kommentar, dann tue ich das, diese STL-Files auch nochmal in die Beschreibung mit rein. Und ja, natürlich, der erste Weg war natürlich, was drucke ich oder was will ich drucken? Und wer mich verfolgt, weiß ganz genau, was ich vorhabe. Ich baue ja später einen Roboter, einen Butler. Da habe ich gebraucht praktisch für die Reifen oder Räder was Flexibles. Und hier ist schau dir mal, das ist jetzt zum Beispiel auch für die Reifen. Also alles wunderbar geworden. Und ich habe jetzt noch nicht mal das Ninja Flex genommen, was jetzt alles, was hier gedruckt worden ist, ist mit A95. Und es gibt natürlich noch viel weicheres, wie das Ninja Flex mit, glaube ich, A oder 82A. Ich habe auch noch eine vergleichbare Firma gefunden mit 87A. Also wirklich coole Sache und ihr seht hier, wie man das biegen kann. Es geht wieder zurück. Also TBU ist echt für mich interessant, macht wirklich Spaß. Dann habe ich
zeige auch mal, wenn was schief geht. Ja, da habe ich natürlich hier, man ist nicht perfekt, seht ihr das? Das sind hier Dices, also Würfel. Ja, hier habe ich halt den Fehler gemacht, und da habe ich auch gedacht, was ist denn das jetzt? Ja, habe ich natürlich hier, wo ich die Vase gedruckt habe, natürlich auch im Vasenmodus gedruckt und ja, dann passiert natürlich sowas, kann man natürlich nicht mehr hernehmen, aber es klappt auch nicht immer, aber dennoch gab es keine Probleme. Der hat halt wirklich, hier zeige ich euch mal einen Würfel, so, damit habe ich später auch noch was vor. Ja, den hat er sauber gedruckt und natürlich, wo TBU am meisten hergenommen wird oder viel, ist natürlich Handyschalen. Ja, und hier passt perfekt. Ja, also wirklich ganz toll gemacht, wenn man es reinsteckt. Ich zeige es euch so, nicht dass das. Also ganz tolle Sache. Die Farbe ist zwar jetzt nicht, aber ich habe jetzt mal alles in der Farbe gedruckt. Ich habe natürlich verschiedene Farben und werde es ausprobieren. Oder was zum Beispiel auch gut ist, in Zusammenhang mit PLA. Ja, das ist halt auch eine ganz tolle Lösung. Ja, das steckt man hier rein. Und dann kann man praktisch hier, wenn man das schaut, ich mache es jetzt mal so, einen Besen an die Wand bringen und also einen Halter praktisch für Stiele. Ja, also und hier dadurch, dass das flexibel ist, super Sache. Also ich bin total begeistert und werde jetzt auch noch viel mehr drucken. Will aber auch hier, oder sage ich auch nochmal, so ein Schmuckstück, hier auch mal was schief gegangen ist. Ja, man muss natürlich viel ausprobieren. Ja, das ist vielleicht für einen Kinderarm. Aber hier auch diesen Armreifen, ja, und vor allem kann man das sieht jetzt schwer aus, wenn ich natürlich das leichtere Filament genommen hätte, dann geht das natürlich viel flexibler. Aber ihr seht, ich habe es mal geschafft. So. Natürlich kann man das auch individuell machen, mit Namen oder sonstigen Spruch drauf machen. Also ihr seht, super Sache, hat gut funktioniert und ich will hier auch jedem die Angst wegnehmen. Man braucht keine Einhausung. Habe ich auch gesagt, oh, brauchen wir eine Einhausung oder sowas? Nein, braucht er nicht. Ja, was habe ich noch Schönes gemacht? Auch hier nochmal ein Band, was ich ganz lustig fand, was dann mit zwei Magneten zusammengehalten wird. Ja, so. Ja, langsam werde ich aber wirklich hübsch. Nein. Oder für Pflanzen, ja, wenn man Stiele zusammentun will, also dass man die Pflanze zusammenbringen will, hier solche Halter, die klemmt man einfach zwischen den zwei Ästen und dann sind die wieder zusammen. Also noch und nöcher gibt es Varianten. Natürlich kann man noch viel andere Möglichkeiten machen, aber ich habe das jetzt mal so im Groben ausgedruckt gehabt, um euch das zu zeigen. Und natürlich bin ich auf was gestoßen, wo ich dann wirklich fand ich der Hammer und habe jetzt drei Freunde, die hier mit so Sandalen rumlaufen. Und leider seht ihr das nicht, wenn ihr das seht. Ja, also das ist wie, wenn ihr es kaufen würdet. Ich finde es sogar noch besser, diese Haftigkeit. Ja, ist total angenehm. Und hier der Clou, wenn man natürlich verschiedene Größen macht, kann man das hier dann praktisch auch wieder mit einer Schnur oder sonstiges dementsprechend den Fuß anpassen. Also hier, und ihr seht, das ist massiv. Ja, also wirklich groß. Ich zeige es auch nochmal hier. Also wirklich toll gedruckt und war total begeistert. Ja, das hat der Anycubic Zero, der kleinste Bruder von den Anycubics hier gemacht. Und ich bin da wirklich, wirklich stolz auf den. Hört sich blöd an, aber der macht wirklich seinen Dienst und der druckt so brutal gut, dass ich den wirklich, wirklich für diesen Preis jeden Anfänger nur empfehlen kann und man hat auch am wenigsten Probleme. Also ich hoffe, dass es nicht nur mir geht. Falls ihr einen habt, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Und ich würde euch sagen, legen wir dann los. Jetzt habe ich genug geschwärmt. Ich zeige euch mal ein paar Bilder vom Druck her. Gehen dann auf die Einstellung, die ich benutzt habe. Also das ist auch kein Allwert. Ja, also da müsst ihr selber, je Drucker ist immer ein bisschen verschieden, rumspielen. Wie gesagt, ich habe so ein Mischverhältnis genommen und dann noch von dem YouTuber, den ich euch dann auch nochmal vorstellen werde im Fazit, ein paar Einstellungen genommen. Und ja, vielleicht interessiert es euch, dann bleibt noch dran. Ansonsten muss ich sagen, TBU-Drucken, keine Angst haben, ist wirklich eine coole Sache. Ihr braucht keine Einhausung. Ja, und hier auch nochmal Danke an die Community,
die mir da immer helfen bei Fragen über Fragen. Und ja, dann zeige ich euch mal im Cura meine Einstellungen, wie ich die Sachen hier gedruckt habe. So, also jetzt zeige ich euch mal das Profil. Also wir sehen hier der Anycubic Mega Zero. Ich habe mal hier das January TPU 95A hergenommen, das ist ein Standardprofil, habe natürlich aber auch dann die Änderungen gemacht. Und zwar fangen wir hier an, würde ich sagen, bei dem Material. Füllung und sonstiges ist ja je nachdem, was ihr drucken wollt. Ich habe jetzt hier mal tatsächlich eine andere Variante noch von den Sandalen genommen, weil ich die wirklich toll finde. Ja. Kann man auch mit 25% drucken. So, jetzt machen wir das hier mal aus. So, Speicher ist voll. Kann man natürlich auch mit 25% drucken. Ich habe hier, und das ist immer wichtig, die Temperaturen von TPU, von dem Hersteller zu beachten, hier mit 225 gedruckt, eine Temperatur der Druckplatte von 60, ansonsten bleibt das gleich. Was aber wichtig ist, ist hier bei Bewegung, und zwar habe ich den Einzug aktiviert und hier den Tipp übernommen, und zwar den Einzugsabstand 0,5, also dass er sehr wenig zurückzieht, weil das ist wichtig. Dann Einzugsgeschwindigkeit hier runtergesetzt, war Standardprofil 40, gehen wir auf 15, der Rest bleibt eigentlich so, das ist okay. Und mit diesem Profil habe ich halt alles hier gedruckt, was ihr gesehen habt, und es war mega gut. Ja? Natürlich immer wieder auf den Hersteller achten von TPU. Ansonsten wichtig sind wirklich hier diese Einstellungen, ja, Einzugsabstand und die Einzugsgeschwindigkeit. Ja, dann gehen wir wieder rüber auf die andere Seite. Jetzt zeige ich euch noch mal schnell einen kurzen Abspann von den Druckergebnissen, also praktisch wie er es gedruckt hat, die Sachen, damit ihr vielleicht so mal ein Gefühl kriegt. Und dann sehen wir uns aber auch schon im Fazit. Hier die Handyhülle mit wenig Stringing, hat er wunderschön gedruckt, also bin echt begeistert. Schauen wir mal, wie sie es abmachen lässt. Auch hier wunderschön abzumachen. Ja, meine erste Handyhülle. Und sieht doch gut aus, oder? Kommen wir zum Fazit. Also für jeden kann ich nur sagen, die Angst wegnehmen von TPU. Wenn man sich an ein paar Regeln hält, ist es wirklich easy und macht Spaß, auch dieses flexible Material in den Hand zu haben. Ist wirklich, wirklich cool. Und wo man drauf achten muss, ist auf alle Fälle, dass, wenn ihr gedruckt habt, das auch wieder sauber zu verpacken, vor Feuchtigkeit schützen, denn es zieht wirklich sehr schnell Feuchtigkeit. Ja, das war mein Thema und mein erster Druck oder meine erste Bekanntschaft mit TPU, und ich muss sagen, ich bin begeistert, es macht mir Spaß, ich werde mehr davon drucken, auf alle Fälle. Ja, mich würde das freuen, wenn ihr mir sagt, wie ihr das Video gefunden habt, schreibt es bitte in die Kommentare rein. Und ja, was der Postbote mir gebracht hat, wo es geklingelt hat, ist dieses Paket, das kommt von Anycubic. Und was da drin ist, das zeige ich euch in einem anderen Video. Ansonsten sage ich wie immer vielen Dank fürs Reinschauen. Jetzt stelle ich noch hier kurz den YouTuber vor. Besucht den. Das
Video über TBU ist wirklich gut und toll von ihm erklärt. Ja, das ist der Movie in Z 3D Printing. Auch hier das Video TBU Drucken, Einstellungen, Temperaturtipps, Kühlung für flexibles Filament. Ja, schaut bei ihm vorbei. Ich glaube, er macht wirklich auch interessante Videos und dort konnte ich auch einiges lernen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal, liked und aktiviert die Glocke. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ciao, euer Willis 3D-Druck.